Big Fish Games, Blue Tea Games, Dark Parables, Der Schmerz der Schneekönigin, Wild geladen. Klicke, um fortzufahren. Super, mache ich doch gleich. So kann ich nämlich endlich auch was hören. Ha! So. Und damit, ja. Weiter. Herzlich willkommen zu Dark Parables, der Schmerz der Schneekönigin. Das ist Teil 3 der Dark Parables-Reihe. Sollte eigentlich nach Dark Tales 2 kommen. Da kam dann ja Dark Tales 7. Aber jetzt bin ich endlich dabei, hier mal mich um Dark Parables zu kümmern. Wenn ich das richtig sehe, ist die Dark Parables-Reihe ganz, ganz grob an Märchen angelehnt und wir müssen uns jetzt um die Schneekönigin kümmern. Nicht die Version von Disney. Der glaube ich. Tja. Ja. Eigentlich hatte ich vor, das Ganze hier auch in einem durchzuspielen. Allerdings weiß ich nicht, wie lang das dauern wird. Und ich weiß auch nicht, wie intelligent ich mich anstellen werde. Und ich habe nicht so furchtbar viel Zeit. Also habe ich mir gedacht, egal wie es läuft, nach 3 Stunden mache ich eine Pause, denn dann muss ich was anderes machen. Okay, dann Optionen nochmal. Schwierigkeit. Entspannt. Normal. Normal. Rätsel nicht überspringbar. Das ist nichts für mich. Machen wir es auf normal. So, und dann starten wir. Ich möchte einen Schneemann bauen. Keine Angst, meine lieben Kinder. Ich werde euch nicht wehtun. Seht tief in das Leuchten dieses Apfels. Sehr falsches gut. Märchen. Ihr werdet mich jetzt begleiten. Ihr müsst nicht einmal selbst laufen. Ist das nicht toll? Oh. 5 Tage später. Ist aufgefallen, dass die Jungen vermisst sind? Willkommen in den Berner Alpen. Vor 2 Tagen hat ein heftiger Schneesturm die Region heimgesucht. Nachdem die letzten Schneeflocken fielen, bemerkten die Dorfbewohner, dass ihre Kinder verschwunden waren. Einige wollen eine wunderschöne Frau mitten im Sturm gesehen haben. Das ist die erste echte Sichtung der Schneekönigin. Eine beliebte Figur aus den Mythen und Legenden dieser Gegend. Ihr Fremdenführer Noah wird sie hoffentlich bis zum Rand ihres Königreichs bringen. Ihre Mission ist es, die Kinder zu retten und die Schneekönigin zu ergreifen. Viel Glück! Bin ich männlich oder bin ich weiblich? Ist egal. Machen wir gleich. Wir möchten erstmal eine kurze Einführung erhalten. Ja, Mauszeiger verbildet, bla. Gegenstand Dynamit finden. Aha. Ja, ich. Ja, hallo? Okay, so funktioniert das hier. Sprengen wir alles. Finde ich gut. Die sind die vermissten Kinder. Mindestens 5 Stück. Sekunde. Die Schneekönigin angeblich entführt haben soll. Boah. Hat halt sonst nichts zu tun. Diese kunstvoll verzierte Tür hält mehr als nur die Kälte. Doch wie kann ich sie öffnen?
mit Gewalt. Und jetzt ist das ein super Zeitpunkt, um mal zu definieren, wie wir heißen. Und zwar heißen wir Makramee. Gut, wir sind Makramee und wir sind auf der Suche nach der Schneekönigin. Ja, ja. Du, ich spreche erstmal. Bist du auf dich allein gestellt? Jo, danke. Voll cool, konkret, krass. Das ist meine Karte? Cool. Ach, gehen wir erstmal. Oh, guck mal, da ist was Großes im Weg. Ja, ja. Ah, guck mal, das sind die Sachen, die ich suchen kann, ja? Ja. Die Leiste am unten, Tipps, bla bla. Ja, ja, ja. Klicke nun auf das nächste. Ach, das zeigst du mir auch noch an. Okay. Wie schön, dass sie mir zeigen, was ich suchen soll. Das verhindert dann immerhin, dass ich nicht weiß, was sie damit meinen. Mit den Sachen, die sie sagen. Ich glaube zwar nicht, dass ich sowas dann leichter finden werde. Ah, oh, guck mal. Wie hübsch. Schild. Der nicht. Ah, da war noch einer. Okay. Lustiges Band. Das ist ein Teilstück davon. Gut. Ja, jetzt ist der Vogel verschwunden und nö. Okay, 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 okay. Schild, 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 Schild. Das wird lustig. Ach, das haben wir zusammengesetzt? Ah, ich verstehe. Mit den Sachen, die ich hier mir suche, setze ich lustige Sachen zusammen, die ich dann eventuell brauchen kann. Ich tue zumindest mal so, als ob. Ja. Gut. Fehlt ja nur noch das schöne, süße, kleine, verzierte Schwert. Das ist es nicht. So viele Schwerter gibt's ja doch gar nicht. Das ist es nicht. Der ist es nicht. Das ist es nicht. Der da auch nicht. Was musste ich jetzt mit dem blöden Vogel machen? Okay, was ist hier passiert? Aha, Emblem des Bergreiches. Ich sehe schon, das fängt wieder gut an. Ja klar, da war es ganz offensichtlich. Das Emblem des Bergreiches. Das war der Schmerz der Schneekönigin. Der Froschkönig erließ vor vielen Jahrhunderten ein Dekret, um die Schneekönigin zu fassen. Was wollte er mit ihr? Die erbarmungslose Kälte hat die Überreste der Expedition gut erhalten. Ja, einpacken. Ja gut. Huch. Da ist ein Frosch, der quakt. Ich bin mir nicht sicher, warum der noch Geräusche von sich gibt. Ja, 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 es ist alles schön und gut. Hier. Da, pack rein. Öffne die Tür. Detective! Dürfte ich um einen Gefallen bitten? Dies ist ein Makramee? Foto meines Sohnes Kai. Obwohl er ein cleverer, einfallsreicher Bub ist, verschwand auch er während des Sturms. Wenn du ihn siehst, bitte bring ihn zurück zu mir. Vielen Dank, Detective. Klar!
meinen Namensverwandten muss ich doch... Niemand weiß, was sich auf der anderen Seite des Passes befindet. Er ist das ganze Jahr über zugeschneit. Ja, dann. Gehen wir mal gucken, ne, wa? Makramee? Oh, wir sind in Kapitel 1 angekommen. Guck mal, ein süßer kleiner Hase. Weg ist er. Hä? La la la, la la la, la la la. La la la, la la la. Ja. Schön und gut. Hey, ich glaube, es hat aufgegangen. Plüng, plüng, ein neuer Gegenstand. Und zwar haben wir die Sternen-Insignie. Das ist das Kaninchen schon wieder. Letzter König untergegangene Bergreich. Schneekönigin, Verehrung, Furcht. Warum sind ihre Hände leer? Nee. Na gut, dann eben nicht. Lass uns mal weitergehen. Juhu! Tschüss, Kind. Mach das Tor zu, damit ich bloß nicht reinkomme. Okay. Hase. Dreizack. Warte. Das da. Den hier. Kreuz? Nein. Auch nicht. Ah, da den. Das sieht so aus, als könnte es mir gefallen. Das sieht so aus, als könnte es mir gefallen. Das sieht so aus, als könnte es mir gefallen. Das sieht total cool aus. Gefällt mir bestimmt auch super gut. Das gefällt mir. Pfeifenband. Das wollte ich eigentlich nicht wissen, klicken, aber wenn ich es jetzt habe, ist auch gut. Da so ein komisches Rohr. Jetzt habe ich ein Pfeil. Und dann brauchen wir so ganz viel Geschnörkel. Guck mal, so Geschnörkel. Und noch so einen lustigen Dreizack-Ecken. Da, den. Ah, cool. Also haben wir die Dreizack-Spitze, den Dreizack-Stab und dann die Befestigung dafür. Oh, mit schicker, dicker, fetter Perle sogar. Oder Glasmurmel, wie auch immer. Und den da. Jetzt brauchen wir nur noch dieses komische Gewübbel da. Hasilein, möchtest du nicht so ein komisches Gewübbel freigeben? Da nicht. Da nicht. Hier kein Gewübbel. Gewübbel? Fertig, fertig. Sieht aus wie so ein Geweih. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Was ist das eigentlich? Ist hier eine eingepackte Kutsche, die da irgendwann mal abgeladen wurde? Hasilein, lass du dir die Öhrchen kraulen? Auch nicht. Na gut, dann eben nicht.
Ja. Oh, guck mal, das könnte es sein. Ha! Ohne Tipp durchgegangen. Jetzt bau den Dreizack zusammen. Ein Dreizack. Ah, ein steinerner Ritter. Bewacht das Tor. Hallo. Oh, ohne den Schlüssel komme ich hier nicht durch. Ohne den Rest Ordensschild komme ich hier nicht durch. Und du willst... Okay, das ist falsch. Das machen wir nochmal. Juhu. Nochmal. Ach, so kann er sich wieder auflösen. So. Und ich nehme mir ein Eiszapfenzepter. Und ich habe den Stab der Schneekönigin. Na gut, können wir natürlich auch machen. Ja, schön eisig kalt hier. Gucken wir uns hier noch um. Ah, die Statuen hier scheinen einem kleinen Jungen gewidmet zu sein. Wer könnte es sein? Peter Pan. Hilf uns! Wir wurden entführt und in diesen Zwinger gesperrt. Doch sei vorsichtig. Jonas und ich haben letzte Nacht ein riesiges Monster mit blau leuchtenden Augen gesehen. Du bist Jonas? Deine Aufgabe wurde mit einem Kartenausschnitt mit einem Ausrufezeichen markiert. Interessant. Hier bin ich. Okay, okay, okay. Schön. Wir sollen nicht euch... ich soll euch da rausholen. Hallo. Es gibt eine kleine Öffnung an der Seite der Kapelle. Leider ist sie... Na gut. Also ich muss einen Apfel finden, ja? Nochmal ein falsches Märchen, aber sei es drum. Gut, dann bringen wir erstmal der... Warte, 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 da? Was ist das? Ich habe ein Biest der Berge gefunden. Ja, nimm den Schlüssel mit. Ein Waffenkammerschlüssel. Nein, das ist keine Waffenkammer. Hallo. Na gut, dann gehe ich eben wieder. Da. Nü? Ach, in der anderen Hand willst du auch noch was haben. Nein. Willst du einen Dreizack haben? Waffenkammerschlüssel. Habe ich irgendwie befürchtet. Ah, hier komme ich noch gar nicht lang. Hinter der Schneekönigin komme ich noch gar nicht durch. Na gut. Wenn ihr das sagt... Hier, Schlüssel für die Waffenkammer. Dreh um. Gehen wir in die Waffenkammer. Guck mal, da glitzert, blinkelt was. Ja. Also das Teil hier wollen wir haben. Den bestimmt auch. Das nicht. Gut, das eben nicht. Dann sowas und da und hier und dort.
für den Fall, dass es irgendjemand interessiert. Ich weiß nicht, auf was ich klicken soll. Ich tue es einfach. Ja, dicke fette Ratte haben wir hier. Also mir fehlt noch ein Kreuz und ein Teller. Und... okay, ein Kreuz. Kein Teller. Irgendwie so ein Sternchen. Guck mal, da ist so ein Sternchen. Dann da ist das Kreuz. Was bastelst du mir jetzt zusammen? Schick, 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 schick. Ja. Das sieht irgendwie so aus, als würde es... ah, das gehört gar nicht zu der Flasche. Irgendwie ein Häuschen mit einem Baum. Okay. Also ob das jetzt alles maßstabsgetreu war, lasse ich mal dahingestellt. Andererseits ist es hier ein Wimmelbildspiel. So, was habe ich mit... ach, das Zwinger-Emblem. Gut, dann nimm das Zwinger-Emblem mal mit und dann lassen wir die Kinder frei. Jonas und den anderen. Vielen, vielen Dank, Fremder. Wir wissen nun, wie wir nach Hause kommen. Komm, Jonas, machen wir uns auf den Weg. Im Palast sind noch mehr Kinder eingesperrt. Du musst sie auch befreien. Warum ist denn hier jeder so furchtbar unhöflich mir gegenüber? Ich habe es dem großen Ungeheuer abgenommen, als es mich hierher brachte. Danke. Gib her, gib her, gib her. Jonas, gib her. Ja. Das Emblem. Ich habe auf dich gewartet. Woher wusstest du, dass ich herkomme? Der Spiegel hat deine Ankunft vorhergesagt. Deine Absicht, der Spiegel ist cool. Angelegenheiten zu mischen, wird zu deinem eigenen Untergang führen. Kann der mir die Lottozahlen von nächster Woche geben? Gesundheit. Ah, hallo, Ascha. Wie kommst du? Spießen wir den Hund auf! Ah, ich muss jetzt die Schwäche vom Wolf kennen. Du bist doch bestimmt total krass auf Sterneninsignien. Fährst du ab? Ah, oh, dann schnappt der Eiswolf bestimmt zu. Diese Gestalt könnte rein zufällig auch gar nicht das Wesen sein, was gerade vom Balkon gesprungen ist, weil der Spiegel mich angekündigt hat. Oder? Ich bräuchte ein kleines Kind, aber die sind ja beide weggelaufen. Die wollen mir gar nicht helfen. Schade. Hey, 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 ich zeig dir, dass ich ne... das ist hervorragend. Ich habe ja jetzt schon keine Ahnung, was ich hier machen soll. Nimm das Bild. Dann eben nicht. Ach, da kann ich natürlich auch noch... ich könnte den Frosch einpacken. Im Hinterhalt niedergemetzelt. Okay, Karte, was sagst du mir? Da ist meine Aufgabe. Und hier gibt's was Interessantes. Ja, schön. Betritt den Palast aus Eis. Parabeln? Ah, guck mal. Parabeljuwelen, um die ganze Geschichte zu lesen. Okay. Was auch immer. Wie komme ich jetzt wieder raus? Danke. Dann, Froschkönig, ich habe doch gesagt, ich bin Makramee.
hier. Oh, dann schnappt der böse, böse Wolf zu. Ah, guck mal da. Da habe ich ein Schlüsselchen. Und die nächste Parabel. Und jetzt habe ich einen Schlüssel. Ich habe den Apfelschlüssel. Apfelschlüssel, Apfelschlüssel, Apfelschlüssel. Hier, Apfelschlüssel. Und du bist der Reichsapfel der Königin. Ah, du bist der Reichsapfel der Königin. Da. Na toll, Makrame. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Komm, Häschen. Wo ist das Häschen hin? Okay, okay, okay. Ha, sieht aus wie ein Teleporter. Was das Teil alles kann. Und jetzt bauen wir uns ein Adlerschild, ne? So, was sieht denn alles interessant aus? Das sieht interessant aus. Das sieht interessant aus. Das könnte interessant sein. Das auf jeden Fall. Das vielleicht. Der da. Da ist ein Juwelchen. Das ist kein Juwelchen. Das ist, das sieht alles sehr interessant aus. Großes Juwel, kleines Juwel. Münzen. Ah! Okay. Dieses Juwel. Eine Axt. Oh, guck mal, eine Axt brauchen wir auch. Und dann brauchen wir da noch was. Und ne, keine Schlange. Schade, keine Schlange. Was immer das ist, wir brauchen es. Und da ist der Schild. Jetzt sieht das so lustig aufgeringelt aus. Da. Bauen wir einen Teil von zusammen. Super. Jetzt brauchen wir noch... Ne, eine Krone brauchen wir nicht. Wir möchten nur diesen komischen Bart. Oder... Adler, Vogel, Schweif, Schwanz, Spitzen, Federn, sonst was haben. Ja. Habe ich eine Möglichkeit, hier Zeug wegzuräumen? Das fände ich ja tut. Ah, guck mal da. Da haben wir jetzt den nächsten Teil vom Schild. Und jetzt nur noch, ja. Die Federn. Oh, ich wollte gerade sagen, die Musik hat aufgehört. Die sind definitiv nicht hier größentechnisch in Ordnung. So, ich habe den Adlerschild. Ich könnte das Foto... Nein, ich kann das Foto besser nicht an. Och, Makrame, jetzt mach nicht alles kaputt.